Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Missing Hiker. Ist ein kostenloses Game auf Steam, was ihr runterladen könnt. Mal sehen, wie das so sein wird. Bevor wir anfangen, die übliche Bitte an euch. Bitte abonniert meinen Kanal und gebt einen Daumen nach oben für meine Videos. Es hilft mir sehr, kostet euch nichts und es ist sehr gut. Und es macht euer Leben lebenswerter. Okay. Gehen wir mal direkt in das Spiel hinein. Dezember 1994. Mein Bruder Ethan ist vermisst seit 24 Stunden. Er ist zu einem Trip gegangen, Wanderausflug gegangen, nahe an den Red Mountains. Er sollte eigentlich gestern schon nach Hause zurückgekehrt sein. Und ich bin da halt zur Polizei gegangen. Und sie sagen, dass die da keine Ressourcen, keine Leute haben, da nach denen zu suchen. Jetzt. So, I decided to take matter into my own hands. So, ich mach das jetzt auf meine eigenen Art und Weise und suche nach ihm. Nach meinem Bruder. Ah, hier geht's gleich los mit der Voranimation. Hin und her gucken. Ich habe einen Rückspiegel hier, das klappt doch wunderbar. Okay. Lanneka, eine Tankstelle. Vielleicht wissen die irgendwas. You died from a car crash. Um Gottes Willen. Ja, noch einmal. So, Tankstelle. Sehr schön, park at the gas station. Fast if they saw my brother. Ja, wir sollten hier parken und dann mal nachfragen. Die unseren Bruder gesehen haben. Ach ja, parken. Hallo. Hey du. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich suche für meinen Bruder. Er war wandern. Hier in der Gegend. Er sollte gestern heimgekommen sein. Hast du ihn gesehen? Wie schaut denn überhaupt dein Bruder aus? Er hat braunes Haar. Und er ist wirklich groß. Und er hat einen grünen Rucksack. Lass mich mal darüber nachdenken. Ja! Ich glaube, ihr habt deinen Bruder gesehen. Er kam hier rein und hat ein paar Sachen gekauft. Wasser und ein paar Snacks. Du versuchst ihn zu finden? Hast du schon die Polizei verständigt? Ja, hab ich getan. Aber die sagen, die haben nicht genug Ressourcen, um ihn zu suchen. Jetzt. Um ihn jetzt zu suchen. Sie haben gesagt, dass sie nur anfangen zu suchen, wenn die Person mehr als 48 Stunden vermisst ist. Es ist nicht die erste Zeit, dass irgendjemand verloren gegangen ist in dieser Gegend. Eine Handvoll People, also eine Handvoll Leute, sind beim Wandern verloren gegangen in der letzten Zeit.
Leute reden viel. Ich habe Gerüchte gehört, dass da komisches Geschrei und komische Geräusche von den Wäldern kommen. So, du solltest vorsichtig sein, wenn du da rausgehst in dieser Zeit. Da ist eine Straße hinter der Tankstelle, die zu den Mount zu den Bergen führt. Versichere dich, dass du auf ihr bleibst. Das sollten gefährliche Tiere irgendwo rumgehen. Danke. Ich werde versuchen, in Sicherheit zu bleiben. Take care. Na gut. Ausgezeichnet. Kann ich hier irgendwas klauen? Okay, na, nicht. Okay, nicht. Ah, jetzt kann ich ja viel besser sehen. Sind hier irgendwelche Beweise? Ah, hier ist ja wirklich eine Straße hinter der Tankstelle. Die hat er wahrscheinlich gemeint, oder? Kann ich doch easy peasy mit meinen Autos dort hochfahren. Wie jetzt? Ich will mein Auto rein. Scheiße, kann ich nicht mit meinem Auto dort rein? Also lauf hier doch mal, oder? Brüderchen, wo bist du? Oh, da steht ein Zelt. Was für ein Zufall. Ah, okay. Das sagt er, dass das Zelt von seinem Bruder komplett anders aussieht. Aber wir sollen ihn trotzdem mal nachsehen. Hey, klopf, klopf. Ist da jemand? Hallo? Hallo. Who the fuck are you? Hab ich mich gerade ein bisschen erschrocken, du? Who the fuck are you? Wer zum Fick bist du? Du hast mir die Scheiße aus dem Leib erschreckt. Ah. Scares you? ich hab fast hier eine Herzinfarkt bekommen. Bei mir selbst. Ja, was wollen Sie? Bist du eine Art Perversling oder so ein Verrückter? Nee, ich bin kein Verrückter. Ich suche meinen Bruder. Der war hier in der Gegend wandern. Hast du ihn gesehen? Nö. Habe ich nicht gesehen. Warte. Du weißt überhaupt gar nicht, wie der aussieht. Hey, schau zu, Mann. Ja. Ich bin nur so ein Kerl, der es mag, in den Wald zu wandern und in zur Kälte zu zelten. Ich habe niemanden in den letzten paar Tagen gesehen. Ah, okay. Verstehe. Ja, da ist schon ein bisschen komisch. You're planning to go deeper into the forest? Also, da fragt halt, ob wir jetzt weiter in den Wald reingehen wollen. Ja, und ich antworte halt, ja, ich suche für meinen Bruder in dieser Gegend und ich hoffe, dass ich ihn finde. Oder zumindest eine Spur finde.
Das sagt jetzt, hey, pass mal auf, du wirst jetzt denken, dass ich übelst Bekiffter bin. Aber ich hatte letzte Nacht mein Zelt mehr in Norden. Und ich habe da komische Geräusche aus den Wäldern gehört. Es hat sich so angehört, als ob ein Kind weint. Aber er hat nichts gesehen. Es hat ihn übelst gecreept. Also der war total erschrocken deswegen. Das sagt, das ist vielleicht irgend so eine vierte Tierart, die es eigentlich gar nicht gibt. So ein richtiges Monster. What? Er fragt halt, ob ich den seine Geschichte erhören will über das komische Monster. Was meinst du? Er sagt halt, dass sich da irgendwie was braucht zum Beschützen. Ah, ich habe keine Waffe. Ja, das sagt halt, ist zu gefährlich und ich sollte da nicht in den Wald gehen. Ja, da möchte ich uns halt nicht aufhalten und da will ich halt nur schlafen gehen. Ja, noch ein letztes Ding, das er hat. Und ich soll dann nicht hier um irgendwelche Zelte rumschleichen. Und das sagt mir, dass er ja schon fast mich abgeknallt hat. Hätte. Und ich antworte halt, ja. Ich hab Glück, dass du mich nicht abgeknallt hast. Me too. Und er sagt halt, viel Erfolg bei der Suche. Naja, gut. Kann ich in dein Zelt sehen? Bist du da? Hast du meinen Bruder da drin? Gute Nacht. Ah. Nee. Komm wieder irgend so ein Viech an. Ja, ich komme da wieder über den nächsten Hügel, wie das Zelt. Dann steht da irgend so ein Viech hinter mir. Ist da wieder irgendwas? Oh, jetzt springt was in die Taschenlampe. Ah, nee. Ich will doch nicht. Warum tue ich mir das immer so an? Getting really cold, I should set up my tent on the left side of the road. Na hier. Sagt er halt, es wird kalt und ich soll ein Zelt aufstellen. Dann mache ich das mal. I think it's a pretty numb. It's hard to build a tent. Ja, ja, da hat kalte Finger. Da Probleme da hier. Da Probleme da so ein Zelt aufzubauen. Okay. Jetzt sollen wir hier ins Zelt reingehen. Da warten. Oder dann halt ausruhen. Ich kann mich nicht bewegen. Es ist kalt, aber ich fall. Aber ich schlaf halt jetzt ein. So. Vielleicht kommt das Geschrei bestimmt, weil da irgendwas ankommt, oder? Sowas. Ja, da denkt sich halt, dass er da irgendwelche Geschrei gehört. Da hat er, da glaubt halt, er hat halt Schrei gehört und da will halt jetzt herausgehen und gucken, ob da irgendwie sein Bruder dort ist. Ja, welche Richtung? Haben halt da Geschrei gehört im Wald. Da hinten ist auch ein bisschen Licht.
Ding dong. Hallo, hallo. Ah ja. Wir haben unseren Bruders Rucksack gefunden. Da muss hier sein. In der Hütte. Das sagt halt, dass das komisch ist. Sein Rucksack ist komplett leer. Na ja, okay. Oh, ich hab jetzt rein. Ding dong. Haben Sie meinen Bruder gesehen? Hallo. Ich bin von den Zeugen Jehovas. Ich möchte mit Ihnen über Gott reden. Ah, die Tür ist sogar offen. Perfekt. Oh, hier. Scheint hier eine Art Jäger zu sein. Hier ist ja alles so ein bisschen blutig. Okay. Diese kleine Hütte. Ist aber schon ein bisschen scary, so die. Das Spiel. Na, hier, da ist ja ohne Stu. Das sind ein paar Folterwerkzeuge, aber im Endeffekt ist hier nichts. Da liegt die Knarre auf dem Schrank. Ach, scheiße. Stecke ich fest in der Couch. Oh, nee. Nee, kann ich jetzt wieder anfangen von vorne, oder was? Oh, nee. Gott, verdammte Scheiße. Ah, komm hier nicht aus. Ich bin gefangen im Spiel. Komm dann immer raus. Ich muss ja von vorne anfangen. Oh, scheiße. Na gut. Ding dong. Ich bin von den Zeugen Jehovas. Ich möchte mit ihnen über Gott sprechen. So, da hinten in der Ecke gehe ich mal nie hin. Das ist zu gefährlich. Was ist denn hier? Was zur Hölle? Jemand hat ein Bild von meinem Zelt und von meinem Auto gemacht. Geh mal raus. Ah, hier. Oh. Das war's wohl schon. Oder was? Your body was never found. Ja, wie jetzt? Das war wohl schon das ganze Spiel, oder was? Stand ja nicht von multiplen Enden oder so drin, also von daher glaube ich, das war es auch schon gewesen. So, meine lieben Zuschauer, ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir irgendwelche Scary Games spielen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und vergesst nicht, Kommentare zu schreiben. Und habt einen schönen Tag noch und goodbye.